Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Supercard. Leute, ich habe gestern in dem Community Post schon bekannt gegeben gehabt, dass es diese Woche leider keine Grinding-Ausgabe geben wird. Ich will trotzdem heute ja mal so ein kurzes Video aufnehmen, wie wir es sonst so unter der Woche machen, weil ich leider ein bisschen kränklich bin und ja, ich schon merke jetzt so, diese, wenn man so ein bisschen redet und so, das ist halt für die Stimme einfach ein bisschen scheiße. Und da muss ich mich halt in der Richtung einfach mal ein bisschen schonen. Hoffe natürlich, dass das dann zur nächsten Woche, also beim nächsten Wochenende zur Grinding-Ausgabe dann wieder alles schön fresh ist und dass wir da dann wieder ordentlich loslegen können. So, nichtsdestotrotz mal kurz hier ein bisschen Supercard. Das Ding ist, ey, was richtig gemeine ist, falls ihr jetzt seht, Mensch, Christian, das Overlay sieht ein bisschen anders aus. Es ergibt doch vollkommen Sinn, weil mein OBS komplett gecrashed ist. Also auch meine ganzen Szenen, was eingestellt war und so, alles weg und so. Und da musste ich jetzt auch für das Video erstmal schnell wieder so pro forma so ein kleines Overlay jetzt hier zusammenbasteln. Richtig mies. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte. Wir hatten das ja in den letzten Aufnahmen auch immer gehabt, dass das da mal gestockt hat und was weiß ich nicht alles. Das war jetzt, ich habe schon eine Testaufnahme gemacht vorher. Und da ging's, da war alles gut gewesen, ne? Wer weiß, vielleicht geht's ja jetzt und dass dieses Geruckle vielleicht jetzt aufhört, ne? Wäre natürlich eine richtig geile Sache. Ja, kommen wir jetzt trotzdem mal dazu, was ist passiert so im WWE Supercard? Wir haben auch ein TBG-Päckchen gemeinsam zu öffnen. Wir haben das Last Man Standing Event um den guten Doink, eine Eventkarte, die ich natürlich richtig abfeiere. Ihr seht's, ich spiele auch so ein kleines bisschen LMS, bin glaube ich in Arena 23 oder so. Natürlich alles Free-to-Play jetzt bei LMS, weil Deck ist natürlich ziemlich unbalanced, aber ich tue trotzdem ein bisschen Daddeln und selbst wenn es nur für die Packs dann am Ende ist, deshalb LMS bin ich trotzdem ein kleines bisschen mit am Start. Ja, ansonsten, da wollte ich mal ganz kurz mit euch drüber reden. Ihr habt es ja mitgekriegt, ne? Cat Daddy hat ja irgendwie was rausgeschickt. Und nämlich den guten Kevin Owens. Es war ja so gewesen, dass bei der Team Ring Domination manche sich Kevin Owens nicht abholen konnten, obwohl sie ihn halt erspielt haben, die Teile geholt haben, was weiß ich, nee, alles. Konnten den nicht holen. Und jetzt scheint es mir so im Endeffekt, dass halt wirklich die Teams, die sich damals Kevin Owens erspielt haben, den jetzt halt nochmal gekriegt haben, weil sie vielleicht nicht aussondieren konnten, welches Team hat ihn jetzt wirklich gekriegt und welches nicht. Sorry. Und ja, jetzt haben den wahrscheinlich alle Vanguard-Teams bekommen. Leute, wenn ihr da mehr wisst, ab mit euch in die Kommentare, tät mich mal wirklich interessieren. Ich sage mal, ich freue mich natürlich. Wir haben Kevin Owens nochmal gekriegt. Wäre für mich der erste Vanguard-Pro, halt kam so aus dem Nix und so. Und weiß jetzt ehrlich gesagt auch nie so richtig, ob ich mich darüber jetzt freuen soll oder nicht, weil es ist schon irgendwie ein bisschen komisch, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich werde den Guten dann noch prone, allerdings erst nach Last Man Standing, weil der mein Deck sonst komplett ja durcheinander pfeffern würde. Trotzdem richtig krasse Nummer, ne? Also ich sag mal, Vanguard Pro, Kevin Owens, sage ich auf jeden Fall nicht nein. Ob das jetzt fair ist im Nachhinein, wage ich jetzt ein kleines bisschen zu bezweifeln. Deshalb fällt es mir jetzt auch nicht so einfach, mich darüber zu freuen. Aber ich sag mal, für mich ist es natürlich cool, ich nehme mit, aber ich sag mal, haben den jetzt wirklich alle gekriegt? Also Leute, ab mit euch in die Kommentare, es täte mich wirklich mal ungemein interessieren. Ja, ansonsten, TBG-Pack-Opening möchte ich mit euch noch machen. Und wenn ihr dann seht, wenn Kevin Owens dann da ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dann eventuell auf Vanguard schon kommen mögen. Werden wir sehen, vielleicht wenn jetzt noch ursprünglich Pro dazukommt, dann sowieso. Und deshalb zum nächsten Video, zum Montag, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir unseren Vanguard-Freebie schon abholen. Das wäre natürlich eine richtig krasse Nummer. Leute, wir gehen jetzt aber rein. Wir haben gespielt. Sorry, das ist mit dem Husten, ich kann es nicht ändern. Wir haben jetzt hier die Lunatic Legends, haben sich durchgesetzt gegen Gayboy69. Was für ein krasser Teamname, ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Und Leute, wir gehen auf Belohnung einfordern. Und ja, wir gucken mal. Oh, das ist natürlich was für mich. Kriegen hier auf ursprünglich den guten Roman Reigns Single, aber vollkommen egal für mich als Roman Reigns Fan. Natürlich trotzdem mega geil, dass hier Roman Reigns um die Ecke kommt. Wir haben keine Vanguard-Karte mit dabei, vollkommen egal. Aber wir haben eine Albtraum-Karte, die ja sowieso drin ist, aber noch eine ursprünglich Karte. Leute, vielleicht kommt ja noch ein Pro bei rum. Und bei Albtraum natürlich auch immer wieder interessant. So, ich muss echt wegen der Stimme, ey, es tut mir leid, Leute. So, wir gucken. Yeah. Ricochet! Ricochet war doch im Team-Event gewesen. Das ist ein Pro! Meine Fresse ist das geil. Und wer kommt hier noch? Bup.
Amber Moon, Single, aber die war auf Albtraum, nehme ich ja natürlich sowas von mit. Das ist ein richtig geiles TBG-Pack-Opening gewesen. Und Ricochet, bin ich mir ziemlich sicher, der war im Team-Event, der war in der Team Road to Glory. Der müsste Pro sein. Und mit Amber Moon natürlich auch noch richtig nice. Richtig, richtig nice. So, Leute, gucken wir mal ganz kurz hier. Filter kombinierbar. Das ist der gute Ricochet. Ricochet wird tatsächlich Pro. Das ist natürlich geil. Ey, Leute, ihr seht's, ne? Da haben wir jetzt hier mit Kevin Owens, dann muss ich den guten Iwa, sitze ich ja immer noch dran. Er hat jetzt so gezielt da noch nichts gemacht, aber den würde ich natürlich auch noch prone. Und dann jetzt noch Ricochet. Leute, da bin ich mir echt ziemlich sicher, dass wir Montag dann unseren Vanguard-Freebie abholen werden. Bin ich ein bisschen aufgeregt und freue mich dann natürlich megamäßig drauf. Aber, will auch ganz ehrlich sein, ne? Mit dem guten Roman Reigns, da haben sie mir natürlich auch so eine kleine Freude gemacht. Den nehme ich natürlich auch richtig, richtig gerne mit. Geil. Das ist doch mal geil, Leute. Da war ein schönes TBG-Pack-Opening. Ja, Leute. Und wie gesagt, mich ärgert selber ein bisschen, dass die Grinding-Ausgabe uns heute ein bisschen flöten geht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so übel. Kann nichts dafür. Manchmal ist man halt einfach ein bisschen kränklich. Und ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen... Haben wir jetzt einen zweiten Advent? Sie wissen schon gar nicht. Na klar, mal einen zweiten Advent, der dritte ist noch, ne? Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent. Wie gesagt, Weihnachtszeit steht vor der Tür. Besinnliche Zeit, ich genieße es total, auch wenn ich jetzt halt krank bin. Tolle Wolle, ich schwitze so wie ein Schwein gerade unter meinem Käppi, das ist einfach irre. Aber jammern bringt nichts, es muss weitergehen. Ich freue mich noch ein bisschen LMS zu daddeln und hier meine Pros zu machen. Werde ich mir definitiv auf die Fahne schreiben, dass ich das bis Montag hinkriege, damit wir Montag dann halt hier unsere Pros machen können und dass wir unseren Vanguard-Freebie abholen können. Ich freue mich drauf. Leute, ich hoffe ihr auch. Gut, Leute, soll es jetzt aber gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr mit dabei wart und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.